das Phönix in der Wienerstraße in Linz. Es verlässt seinen gewohnten Platz. Unter dem Motto "Weck mich auf" kommt das Theater zu den Besuchern. Das Besondere ist daran, dass es Märchen erzählt, also inhaltlicher Natur, Märchen, die sozusagen immer eine Relevanz haben, sowohl für Erwachsene als auch für junge Menschen, und ist so konzipiert, dass sie halt eben mobil sein kann, ja, dass sie mit dem Bühnenbild entsprechend nicht so aufwendig ist, sondern dass man das wirklich, sage ich mal, in einem Kleinbus irgendwie alles unterbringt und dann wohin fahren kann und das dann auch innerhalb eines Tages einrichten kann und quasi einfach da gut flexibel ist und diese Produktion außer Haus vorführen kann. Ganz neu außerdem Theater zum Mitmachen. Die Phönix Volksbühne macht aus Besuchern Schauspieler. Eine BürgerInnenbühne sozusagen. Das heißt, das sind Menschen aus Linz, aus der Umgebung aufgefordert, egal welchen Alters, mitzutun. Mit Workshops, Theaterworkshops, aber auf der anderen Seite auch Schreibwerkstatt. Es wird ein Stück entwickelt und im Rahmen vom Shakespeare Festival soll das dann zur Aufführung gelangen. Spiel, Satz, Stück. Unter diesem Motto läuft die Saison 2024-2025. Sechs neue Stücke sind geplant, darunter drei Uraufführungen. Los geht's im Herbst mit der Bühnenfassung von Heinrich Bölls, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. In dem Stück geht's um eine Frau, die Opfer von Medien wird. Ich glaube, das ist gerade in unserer Zeit heute, also wenn man sieht, was auch auf Social Media passiert, wie Menschen da in Situationen gebracht werden, wie Fake News die Runde machen, die dann alle glauben. Und es ist ein wichtiges Thema. Unterwegs zum Publikum sitzen dem Phönix oder Besucher, die Schauspieler werden. Die neue Saison startet im Herbst. Alle Infos, auch zum Programm, gibt's online.